Welcome back on the channel of Chaos Zone TV. And now we have an English-speaking contribution. And for that, I welcome Pandemonium, who is a historian and documentary filmmaker. And therefore, we will also not have a normal talk, but we will see the documentary information. What are they looking at? Wir sehen eine Dokumentation. Was sehen Sie? Eine Privatsphärendokumentation auf Englisch hier in der Chaoszone. Und danach werden wir darüber reden. Also bitte stellt eure Fragen und wir können es übernehmen. Und jetzt geht der Film los. Es ist ein großes Versprechen des Internets ist Freiheit, Freiheit der Ausdrucks, Freiheit der Meinung. Das sind grundlegende Rechte unserer demokratischen Werte. Nur weil wir Sicherheit haben, bedeutet es noch lange nicht, dass man auch die Freiheit hat. Und nur wenn man Freiheit hat, bedeutet es noch lange nicht, dass man Frieden hat. Wir sollten Wahrheit suchen und einfach nur, dass es vermuten, dass es passiert. Wir müssen die unrechtshaften Gesetze brechen. Wir kämpfen irgendwas. Das heißt, nur um sicher zu sein. Okay, das habe ich jetzt nicht ganz mitgekriegt. Das Internet ist überall, aber wir sind nur frei, es kurz zu sehen. Bevor das Internet begann, war die Kommunikation in der Regel von einem Editor zu vielen Lesenden. Aber jetzt ist es von jedem zu jedem, peer-to-peer. Also ich drücke einen Knopf und Leute haben die Möglichkeit, Millionen von Menschen zu erreichen. Das ist eine ganz neue Art zu kommunizieren. Eine Sache, die Facebook und Twitter ermöglichen, ist, dass Leute sehen, dass sie nicht alleine sind mit ihrer Meinung. Und es hat eine kritische Masse erzeugt. Das ist eine wichtige Rolle, die soziale Medien gespielt haben. Man sieht Facebook Square, Tahrir Square, und da sind Menschen da draußen, die sind Menschen konnten, bevor sie in der echten Leben gehen, fühlen, dass sie nicht allein sind in ihren Wunsch von Veränderung. Das große Versprechen des Internet ist Freiheit. Das Kopf ist über Angst und das Wissen ist frei, weil das Versprechen war, das ist die große Gleichmachsteller. Vor dem Internet, alles, was man gesagt hat, vor dem Web 2.0 war so anonym, wegen des ganzen Konzeptes der Anonymität. Konnte man Sachen diskutieren, die nicht den Standardweg waren, die Standardwerte der Gesellschaft, in der man war. Die Frage, wie man mit der Behauptung, ich habe nichts zu verbergen, umgeht, auch nach vielen Jahren, keineswegs langweilig oder so, denn dieser Satz ist sehr kurz, aber sehr perfide. Der Sprecher, der mir den Satz, ich habe nichts zu verbergen, entgegenschleudert, der sagt nicht nur was über sich selbst, sondern er sagt in der Regel auch was über mich. Denn dieser ich habe nichts zu verbergen Satz, eigentlich oft, ohne dass es ausgesprochen wird, die Komponente du doch auch nicht, oder? Insofern finde ich diesen Satz auch immer ein Stück solidaritätslos, weil man ja sich gleichzeitig nicht dafür einsetzen will, dass der andere, der vielleicht was zu verbergen hat, das kann. One of the things about privacy is that it's not always about you. It's about the people in our network. Privatsphäre ist nicht etwas nur über dich, sondern auch über die Leute in eurem Netzwerk. Ich kenne Freunde aus Syrien, Leute, die ich in anderen Plätzen überall auf der Welt getroffen habe. Nicht Flüchtlinge, aber auch Leute, auch andere Leute, die die ganze Zeit Angst haben in ihren Heimatländern und auch in den Ländern, wo sie sich aufhalten.
Und ich kann sagen, dass ich nichts zu verstecken habe. Aber wenn man irgend so eine Person in seinem Netzwerk hat, einen Aktivisten, Leute aus Ländern, wo das nicht der Fall ist, dann ist aus Datensphäre und Sicherheit denken es darum, diese Leute sicher zu halten. Wenn wir Privatsphäre ist sicher, weil wenn alles öffentlich ist, wenn die normal ist, öffentlich ist, und dann ist alles, was wir uns zu uns halten müssen, ein Bestandteil von schuldig. Und das ist nicht die Welt, die wir haben wollen. Das reduziert unsere Freiheiten, das reduziert unsere Demokratie. Niemand soll Subjekt von beliebiger Interferenz mit ihrer Privatsphäre, Familie, Heimat oder Korrespondenzen sein. Das ist Menschenrechtssphäre. Menschenrechte ist etwas, in meiner Meinung nach, was realisiert wurde, um die Freiheiten von Menschen überall auf der Welt zu geben. Das soll überall sein und vollständig sein. Und das ist, was einen Menschen macht. Und sie sammeln Daten und Metadaten über Hunderte, Tausend oder Millionen von Menschen. Und ein bisschen der Daten wird nie angeschaut. Aber gleichzeitig kann man, nur weil man nicht ein Aktivist ist, dann bedeutet das noch lange nicht, dass man nicht irgendwann vielleicht ein Ziel werden könnte. Und das ist etwas, was uns sehr, sehr schlimm ist. Aktuell ist es kein Problem, aber vielleicht deine Freunde oder deine Familie oder vielleicht du in der Zukunft. Das heißt, wir müssen jetzt darüber nachdenken, nicht weil wir mitten in der Nacht aus unseren Häusern rausgerissen werden, sondern weil diese Daten, diese Metadaten für eine lange Zeit aufbewahrt werden können. My observation is that we currently are experiencing that the privacy space, the space that remains in the digital world, the private, that should be private, slowly begins to erode. Or it becomes permeable. That might not only factual, but also on the experience that we have of those rooms. I imagine the digital world that is a panopticon, the Jeremy Bentham building, the circular building where in the ring, in the vaults, the cells, there are the prisoners, and in the center there is a surveillance tower. And the guard can see the prisoners around him. And the trick is that the prisoners do not know whether they are under surveillance currently. They only see the tower, but they do not see the surveiller or the guard. But they do know that at any point of time, permanently, they can be surveilled. And that is, that changes how they behave. Surveillance is a technology. I think surveillance is a technology, of government. Überwachung ist eine politische Technologie. Es geht darum zu kontrollieren und wie man die Bevölkerung überwacht. Es ist ein fehlerhaftes Kraft. Es geht um Menschen, die da zusammen, um den Staat zusammenhängen. Es ist ein Bevölkerungsmanagements- und Kontrollmechanismus. Das heißt, wir müssen Leute überzeugen, dass es in ihrem Interesse ist. Und aktuell ist es einfach jeder für sich selber und jeder versucht einfach alle zu erreichen. Ich nehme meine Hinweise von früheren NSA-Council. Er hat diese Frage gestellt. Metadata sagt dir alles über das Leben eines Menschen. Du brauchst gar keinen Inhalt. Es ist so schamhaft, dass das so ist. Sagen wir, du machst einen Anruf bei einer Selbstmord-Hotline. Und du rufst einen Freund an, einen Arzt, du schickst eine E-Mail und so weiter.
Jetzt der Inhalt dieser Anrufe oder dieser E-Mail wurden nicht gesammelt. Aber was aufgezeichnet wird, ist, was du gemacht hast, wann du angerufen hast. Verschiedene Metadaten können zusammengegeben werden, um jemanden zu ein Profil zu erstellen. Du kannst Metadaten, wir töten Menschen anhand von Metadaten. Aber das ist nicht das, was wir machen mit diesen Metadaten. Dankbarerweise. Wow, ich hatte Schweißperlen. Um diese Überwachung zu machen, zumindest rhetorisch, dass man nach Terroristen sucht. Das, viele Leute haben dafür Verständnis, aber da gibt es einige Probleme. Das erste ist, sie haben nicht bewiesen, dass Überwachung tatsächlich funktioniert, um Terroristen zu verhindern. Es hat nicht in Paris funktioniert, es hat nicht in Boston funktioniert, es hat nirgendwo funktioniert. Also das ist der eine Teil. Aber der andere Teil ist, wir verschwenden Milliarden an Dollar für Überwachung, aber nicht um die Gründe von Terrorismus zu ergründen. Diese Werte stehen sich nicht gegenüber. Und ich kaufe diese Propaganda auch nicht mehr. Schlicht, weil viele der Maßnahmen, die wir in den letzten 10 Jahren über uns ergehen lassen mussten, in puncto staatlich erzwungener Überwachung, kein mehr an Sicherheit bedeuten. Und ich schon deshalb diese Debatte darum, ob wir Freiheit opfern für mehr Sicherheit, nicht mehr führen mag. Ich denke, Macht ist versteckt rund um Überwachung. Und so wie es überdeckt wird durch diese Legitimation, das ist in unserem Interesse, um uns sicher zu halten. Und es gab aber Fälle, in denen Bevölkerungen, Gruppen gegen diese Überwachung gekämpft haben. Und das, glaube ich, ist eine Art Mysterie um diese Technologie dieser Überwachung gibt. Es gibt diese Intuition, es gibt diese Technologie und es ist dafür da, um das zu tun und es funktioniert. Aber es versteckt die Machtrelationen. Für wen ist es da? Das ist das Problem. Es ist nicht die überwältigende Mehrheit der englischen Mehrheit. Es ist gegen nicht weiße Menschen. Es ist nicht die der nicht weißen Menschen, die es geht um Muslime, Bevölkerung. Zum Beispiel am Flughafen, die anderen Passagiere sagen, dieser und jener spricht Arabisch und deshalb ist dieser Mensch ein Subjekt, das Ziel dieser Hyperüberwachung. Und diese Überwachung, dieser Typ des Überwachung von jedem von uns auf andere, wegen dieser Kultur der Angst, die gestärkt wurde auf eine Art. Und es wächst rund um uns herum. Diese Angst ist es, dass ich denke, es geht vom Konkreten zu Wagen. Es ist eine andere Art, um einen Zusammenhang von Kontrolle zu. Es geht um Identität. Es ist sehr einfach definiert. Reine Angstdiskussion, wo man die Ängste der Menschen, die eher berechtigt sind, ausnutzt und wo man auch rassistische Stereotype wiederholt. Und ich halte das für ausgesprochen gefährlich, dem immer mehr nachzugeben. Auch, weil ich glaube, dass man natürlich damit sehr negative Instinkte bei Menschen verstärkt. Ausgrenzung, auch Racial Profiling. It's inherently disenfranchising. Es entmachtet, wenn du dich als anders behandelt fühlst als andere. Deshalb ist Überwachung und Dinge, die durch Technologie ermöglicht werden, sind extrem schädlich und sie verursachen, dass du dich anders fühlst als Subjekt, weil du bist ein Ziel der Regierung. Programme jahrelang geheim gehalten wurden, wenn sie angeblich so sinnvoll und effektiv sind. Warum hat sich denn niemand dafür öffentlich gerechtfertigt? Warum wurde es dann alles im Geheimen von geheimen Gerichten
mit geheimen Gerichtsurteilen gerechtfertigt? Warum kommt die Kommission von Geheimdienstlern, die eigens Obama eingesetzt hat nach Beginn der Snowden-Veröffentlichung, zu dem Ergebnis, dass kein einziger Null der Fälle von Terror oder versuchten Terroranschlägen durch diese riesenhaften Telekommunikationsmetadaten auch nur im Ansatz geklärt wurde? In trying to stop something from happening. Wenn man das versucht, etwas anzuhalten, bevor es passiert, Sie können eine Maßnahme eingeben und das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber Sie wissen nicht, ob diese Maßnahme das verhindert hat, weil es ist ja nicht passiert. Man kann es nicht überprüfen, man kann es nicht messen. Und du kannst es nicht sagen mit hundertprozentiger Sicherheit, dass es deshalb nicht passiert ist. Aber nach 9/11, nach der katastrophischen Attacke, Politiker waren in dieser unmöglichen Position. Die Bevölkerung hatte Angst und sie mussten etwas tun. Ein Teil davon ist, dass jeder objektiv überprüft werden muss und eine Art des Panoptikums der Überwachung. Nein, nein, wir können alles sehen, habt keine Angst. Wir haben alle Informationen. Wir müssen nur den Nadel im Heuhaufen finden. Aber dann offensichtlicherweise, wir müssen darüber reden. Wir können das klar sehen. Wenn wir Broschüren zu deiner Tür geben, hast du irgendwas gesehen, ruf diese Hotline an. Und sie haben Dinge gelistet, der Nachbar, der in den Urlaub geht, ganz oft. Oder wenn der andere Nachbar, der immer die Vorhänge zu hat, es verändert, wie du auf die auf die Gesellschaft siehst. Und es ändert die Annahme von Unschuld auf Gefahr. Damit fängt das ja Problem an, nicht? Wenn er einen Sprengstoffgürtel trägt und den Zünder schon in der Hand hält, oder wenn er sich bereits Bauteile für einen Sprengstoffgürtel besorgt hat, oder wenn er sich erst im Internet darüber informiert hat, wie man einen Sprengstoffgürtel bastelt. Ne? Wann darf der Staat rechtmäßig eingreifen? Für mich geht es da ganz zentral um die sehr problematische Frage, ob jemand, der als ein potenzieller Gefährder oder als ein potenzieller Terrorverdächtiger eingestuft worden ist, ohne ein Terrorist zu sein, ja, ob so jemand deswegen rechtmäßig überwacht werden darf oder sogar festgenommen werden darf. Das heißt, ob gewissen Personen dadurch, dass sie eine konkrete Gefahr für die Gemeinschaft darstellen könnten, fundamentale Menschenrechte abgesprochen werden dürfen. Und d'abord, nous faisons face à une menace inégalée qui 2 Tage nach den Anschlägen in Brüssel, am 22.03.2016, hielt Jean-Claude Juncker und der französische Premierminister eine gemeinsame Pressekonferenz ab. In dieser hielt Juncker die Minister an, einen Vorschlag der Kommission zum Schutz der äußeren Grenzen Europas anzunehmen. Über 15 Jahre haben wir bemerkt, dass ein großer Druck um mehr Überwachungsmaßnahmen gegen die Attacken der letzten Jahre zu formen. Das war keine Möglichkeit. Wir haben einen neuen Vorschlag, die nur auf Ideologie basiert. Eilverfahren durchgebrachte Gesetzestext verabschiedet. Der Grünen-Abgeordnete Jan-Philipp Albrecht schrieb in einer Stellungnahme an netzpolitik.org: Was die Richtlinie als Terrorismus definiert, könnte von Regierungen genutzt werden, um politische Aktionen oder politischen Protest zu kriminalisieren. Diese Regeln, diese Gesetze, sie sind sehr diskriminierend. Wenn du zu einem Politiker auf der EU-Ebene oder einem Lokalpolitiker redest, ist dieses Problem uns längst bekannt. Nicht? Also wir neigen immer dazu, alles, was uns unangenehm ist, was uns unheimlich ist, ja, an den Horizont zu stellen. Das ist uns fremd.
Ja, das tun andere, wir nicht. Und wenn es unser einer tut, dann muss er verrückt sein. Das ist Edward Said's Ansicht, dass die westliche Selbstdefinition sich gegen die anderen östlichen definieren muss. Also alles, was das West ist, ist der Osten nicht und umgekehrt. Und das ist, der Westen wurde logisch Grund und alles war kontrolliert. Und das ist die Dichotomie, die weiter fortgeführt wird. Zum ersten Mal im Kontext der Französischen Revolution. Die Jakobiner, die unter Robespierre die Schreckensherrschaft errichtet hatten, also La Terreur, das waren die ersten Terroristen, so wurden sie genannt. Der erste Terrorismus war der Terrorismus des Staates. Und dazu gehörte natürlich auch die systematische Überwachung von Der Vorschlag der Direktive sagt, dass es mit den Menschenrechten einverstanden muss. Aber es ist eigentlich nicht, wegen dieser Überwachungsmaßnahmen, um sicher zu fühlen. Aber wir haben gesehen, dass diese repressiven Maßnahmen nicht höhere Sicherheit bedeuten. Und um das und Menschen zu verkaufen, musst du deren Angstgefühl rund um die unsichere Welt drehen. Alles könnte passieren, jederzeit. Und wenn irgendwas jederzeit passieren kann, was können wir tun? Du hast das Gefühl, dass dieser Text sicherstellen möchte, dass Polizeibehörden auf jede Art von Kommunikation zugreifen können. Um irgendwas verhindern zu können, bevor es passiert, musst du alles wissen. Du musst an die Vergangenheit sehen, was passiert ist und genauso auch die Zukunft vorhersagen. So viel Informationen bekommen, wie du kannst. Über alles, die ganze Zeit. Es geht um null Risiko. Demokratien haben so eine Art Konzept wie Verhältnismäßigkeit, wie das hier in Deutschland genannt wird, dass man eben Überwachungsmaßnahmen gegeneinander abwiegt, nämlich auf der anderen Seite die Grundrechte zu beachten hat. Und dazu gehört zweifelsohne die Privatsphäre. In Deutschland ist sie ja sehr hoch angesiedelt, sie wird unmittelbar von der Menschenwürde abgeleitet und die ist nur in sehr geringem Maße verhandelbar. Wenn wir Angst haben, zu reden, wegen der Regierung oder wegen eines Partners oder eines Boss, eines Chefs, alle mögliche Überwachung verursacht Zensur. Und alles, wenn alles überwacht wird, dann denkt man zweimal nach, bevor man spricht. Wenn alle Likes über dich gesammelt werden, das verändert dein Verhalten. Ist natürlicherweise, denkst du darüber nach, ob du irgendwas magst oder nicht, dann könnte es soziale Folgen für dich haben. Wenn wir durch die Geschichte schauen, die Schwulenrechte-Bewegung, alle diese Rechte waren illegal, etwa durch Gesetze oder durch Kultur. Und wenn wir diese Massenüberwachung haben, würden wir diese Bewegungen haben, wenn alle Gesetze absolute wären und wir hätten niemals verändert, wenn wir gleiche Rechte hatten. Frauen mussten die Rechte brechen, um die gesagt haben, dass man nicht gleiche Rechte hat. Schwarze Menschen mussten die Regeln brechen, um gleiche Rechte zu haben. Und das ist das Gleiche hier. Alle unsere Gesetze historisch haben die harschesten Folgen an den Benachteiligtensten. Zu verbergen hast, bist du ja auch selber schuld. Die ist aus meiner Sicht erst in den letzten Jahren hinzugekommen. Insbesondere der ehemalige Chef von Google, Eric Schmidt, der ist natürlich dafür bekannt, dass er das auch tatsächlich so gesagt hat. Wenn du etwas hast, das du nicht gewusst haben willst, dann solltest du es vielleicht nicht sagen. Die ist schon fast wieder lustig, ja. Da könnte man eigentlich schon wieder denken, das ist Satire. Viele Menschen können nichts dafür, dass sie Dinge zu verbergen haben in einer Gesellschaft, die ungerecht ist. But if you really need that kind of privacy, wenn du brauchst, diese Privatsphäre brauchst, die Wahrheit ist, dass Suchmaschinen wie Google können Informationen zurückhalten einige Zeit lang. Große Firmen, die dieses Geschäftsmodell haben Interesse an dir, weil du die rohen Materialien haben.
deine Information ist das Rohmaterial und sie bearbeiten das, um ein Profil über dich zu erstellen. Wenn ich genug über dich wisse, wenn ich so viel Informationen habe über dich, dass ich ein sehr lebensgleiches, ständig verändertes Bild über dich bauen kann, eine Simulation quasi, das ist sehr wertvoll. Die Wirtschaft des Internets, um menschliches Verhalten vorherzusagen, um Augen zu steuern. Dieses System ist aufgesetzt, um unsere Daten zu verkaufen, unsere Demografie für Werbemachende, um etwas zu verkaufen. Diese Firmen wissen mehr über uns, als wir über uns selbst. Jetzt gerade spüren wir das Biest. Es gibt sehr wenig Übersicht. Es muss eine Person genau so wie andere erreichen. Wenn du kaufst ein Soda und um Mittag kaufen und du kriegst gleich danach eine Werbung über Pizza und woher die Soda kommt. Und da geht's darum geht's bei der Werbung. Ich lache immer, wenn ich auf einer Seite bin, wenn ich irgendwas kaufen möchte. Wenn ich sehe auf derselben Seite das Wetter. Und es ist sehr seltsam, dass die größten Menschen, die größten Gedanken, sie gehen, denken nur darüber nach, wie es, diese Überwachungswirtschaft beginnt hier und es endet nicht nur hier. Für manche Menschen, es scheint nicht so störend. Und wir wissen nicht, mit wem sie die ganzen Daten tauschen. Es ist eine ganze Firma, eine ganze Umgebung, die das Ziel haben, tausende Datenpunkte zu sammeln und Profile zu erstellen. Und man weiß überhaupt nicht, was mit diesen Daten passiert. Das heißt, es ist schwer zu sagen, welche Implikationen existieren, bevor es zu spät ist. Stasi im Vergleich zu Google oder Facebook sind Anfänger. Die Stasi musste Menschen benutzen, um Menschen zu überwachen, um nachzuspionieren. Das ist teuer, das hat viel Geld, Zeit gekostet. Sie mussten Leute aussuchen. Es war sehr teuer für sie, diese ganzen Menschen zu bezahlen, um auf Leute nachzuspionieren. Aber Facebook und Google müssen das nicht mehr machen. Das sind Algorithmen. Das ist die Mess in Massenüberwachung. Und wir können so billig so viele Leute überwachen. Das ist keine Conspiracy-Theorie. Wir haben Businessmodelle. Wenn wir über Algorithmen reden, dann reden wir in der Regel über eine Logik. Wenn wir zum Beispiel ein Buch bei Amazon kaufen wollen, dann hat man immer ein paar andere Beispiele gesehen. Diese Empfehlungen sind für dich vorbereitet worden, unabhängig davon, welche Sachen du in der Vergangenheit gekauft hast. Sie lernen dadurch, dass sie Fehler machen. Alles ist in Ordnung, wenn man Hundeessen verkauft, wenn es darum geht, vorhergehende Polizeiaktivitäten zu machen, wenn man einem eine Matrix aufbaut, wer denn kriminelle Aktionen durchführen musste, das ist nicht mehr in Ordnung. Und wir müssen irgendwo mal Grenzen machen, aber die ganzen Diskussionen darüber, wo man diese Grenzen hat, muss man realisieren, bevor sie durchgeführt werden. Eine der Folgen davon ist, dass viele Randgruppen oder Leute, die kleine Meinung haben, die nur wenige folgen, können nicht mehr darüber reden. Und wenn man ihnen nicht mehr zuhört oder wenn man sie unterdrückt, dann werden sie immer stärker in ihrer Meinung. Und das andere ist, dass man nie eine Gegenstimme hört. Unsere Daten ist nicht Abfall, unsere Daten ist nicht Öl, Daten ist Menschen. Ja, vielleicht macht ihr nichts Falsches heutzutage, aber vielleicht in drei Regierungen, wenn sie ein gewisses Gesetz umsetzen, ist das, was ihr vielleicht heute macht, ist dann illegal. Und Menschen, die diese Daten sammeln, können zurückschauen, die letzten 10 oder 20 Jahre zurückschauen und dann anfangen, Leute nachzuverfolgen. Denn alles, was wir kaufen, und alles, was wir machen, sogar die Leute, die wir treffen und durch diese Algorithmen ausgewählt werden, dann ist die Menge an Macht, die wir akzeptieren, etwas
von diesen Firmen ist mehr, als wir es von Staaten akzeptieren. Und das ist, wo die repräsentative Demokratie eine Verpflichtung hat, die Regierung zu drücken, gegen diese privaten Firmen vorzugehen, dass sie zumindest zu einem gewissen Punkt veröffentlichen, wie viele Daten sie ausdrücken können. Klar macht, dass die Technik noch sehr viel mehr in unser Leben hineinrutschen wird, als sie ohnehin schon ist. Also auch wirklich technisch in unsere Körper, in unsere Kleidung, in die Geräte, in denen wir sitzen und die wir tragen, ja, in alle möglichen Bereiche unseres Zusammenlebens, unseres Arbeitslebens, dann ist das definitiv der falsche Weg, weil er letztlich zu einer totalitären Überwachung führt. Wenn man darüber auch noch ein paar Minuten nachdenkt, wird man entdecken, dass die eigentliche Dichotomie aus Kontrolle versus Freiheit besteht. Und eine vollständig kontrollierte Gesellschaft kann nicht frei sein. Hello, welcome back from the movie. Willkommen zurück von dem Film und jetzt auch willkommen zu unserem Produzenten. And it was very und yeah, showing very yeah. What information. Es zeigt sehr gut, was Informationen machen können und was wir machen, was man mit Informationen machen kann. Und es gibt, ich warte jetzt darauf, dass Leute noch ein bisschen Zeit haben, Fragen zu stellen. Und in der Zwischenzeit könnte ich euch darum, wenn ihr Fragen auf Deutsch stellen wollt, stellt sie auch einfach an die üblichen Kanäle @c3t. Der Film wurde heute nicht zuerst gezeigt. Was würdest du anders machen? Was hat sich vielleicht in der Vergangenheit verändert, seit dieser Film erstellt wurde? Was ich verändern würde, ich würde versuchen, Gelder zu sichern, um einen besseren Film zu machen, mehr Zeit zu haben, es schneller zu bearbeiten. Das hat sehr lange gedauert. Und dieser Film, so wie es gerade gemacht wurde, wurde finanziert durch einige sehr tolle Menschen, die mich unterstützt haben auf Patreon und die mich unterstützt haben, mit ihrem privaten Geld unterstützt haben und fast kein Budget. Und das würde ich verändern. Diese Dokumentation in Deutschland, es ist sehr schwer, Geld in Deutschland zu bekommen ohne einen Fernsehsender oder wenn du keinen Namen hast. Aber ich wollte trotzdem diesen Film machen. Und ich bin trotzdem sehr glücklich mit dieser Richtung, mit der allgemeinen Richtung. Aber es war hauptsächlich in 2015, 2016 aufgenommen worden und einige neueren Entwicklungen gerade um biometrische Überwachung und Polizei und besonders in den USA an Körper angebrachte Kameras. Ich würde immer noch mit dem über Kolonialismus und Rassismus reden, die in dieser Diskussion rund um Überwachung und Privatsphäre eingebracht sind. Und ich rechtsextreme Gruppen in Deutschland, die wir sehen in Diskussionen über, wie man über Hassnachrichten im Internet, im Metaversum, wie man es auch nennt, alle diese Dinge
sind schon irgendwie im Film, aber ich würde da mehr darauf fokussieren, wenn ich darüber vor 6 Jahren mehr gewusst hätte und wie ich das jetzt machen würde. Aber ich würde allgemein dasselbe machen. Es ist faszinierend, dass du das fast ohne Geld gemacht hast. Also, and it was also an interesting point. Und es war ein interessanter Punkt, wo wir jetzt geendet haben. Grundsätzlich habe ich diese Idee verstanden, dass diese Bodycams die Menschen schützen sollten gegen die Polizei. Nicht umgekehrt, so wie es einige Male vorkommt. Genau das Problem mit Bodycams, mit anderen Überwachungsmethoden ist, dass das Video, dass man denkt, dass das Video die Realität darstellt. Aber es hängt immer davon, vom Winkel, von der Betrachtungsart ab. Und Menschen haben immer Vorurteile, wer der Recht haben könnte und wer falsch hat. Und diese Bilder oder Videos haben, selbst wenn sie die objektive Wahrheit zeigen würde, es ist sehr genau dasselbe wie mit einem Film oder mit anderen Fotoaufnahmen, die wir machen. Für diesen Film habe ich ganz viele Interviews zusammengestellt. Sie haben sehr lange gedauert, sehr viele Stunden. Und ich könnte das sehr viele verschiedene Arten zusammengestellt hätte. Denselben Film, die genau in die andere Richtung argumentiert hätte, mit demselben Material. Und das zeigt sehr stark, wie wichtig es ist, dass am Ende des Tages, dass wir unsere Vorurteile als Richter, als Polizisten, als normale Menschen, dass wir diese überwinden, diese Überwachung, die möglich sind auf einem technischen Niveau, weil das ist immer verbunden mit der Art, wie wir es betrachten, die Welt betrachten. So actually remember an old talk we had several years ago. Ich erinnere mich an einen alten Tag vor einigen Jahren. Es war über einen Freiheit statt Angst Freiheit statt Angst Demonstration. Und es gab auch einen Fall, wo jemand mit einem blauen T-Shirt, der geschlagen wurde von der Polizei. Und es war sehr, sehr schwierig, diese verschiedenen Videos zusammenzusammeln, um die Geschichte klarzustellen, was passierte. Vielleicht sollte man das finden können, wo das konstruiert wurde, auf irgendeine Art. Ich werde sehr bestimmt daran nachsuchen, ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welches Jahr, aber man sollte es finden können. Und jetzt haben wir einige tatsächliche Fragen aus dem Publikum. Kann ich den Film irgendwo finden, um ihn jemandem zu zeigen? Ja, es ist auf YouTube. Du kannst es finden, wenn du den Titel eingibst und meinen Namen Theresia Reinhold eingibst. Das ist sehr gut. Is there 21st century short attention span? Der kurze Aufmerksamkeitslänge für nicht technologische Freunde, nicht technikaffine Freunde, der Vorwand? I don't really get the question. I guess. Ich verstehe nicht ganz die Frage. Aber es geht um, wenn es eine Art gibt, ob es eine Möglichkeit gibt, das zu erklären, um nicht technikaffine Menschen gibt, was das Problem ist, wenn man sagt, man hat nichts zu verbergen. Yes, if there is anything in your wenn es etwas gibt in deinem Leben, wenn du
worüber du glücklich bist, dass es niemand sehen kann. Ein peinliches YouTube-Video oder wenn du das nicht... Oder wenn es darum geht, dass man in der Dusche singt, dann ist das ist dein Recht, dass du das nicht... Niemand muss dich beurteilen darüber. Das ist dasselbe wie mit Massenüberwachung. Oder im Internet zu surfen oder auf der Straße zu gehen. Wir haben eine grundlegende Bequemlichkeitszone und das ist ein Menschenrecht. Oder ob das jetzt im technischen oder analogen Welt ist, ob man im Einkaufszentrum ist oder wenn du nicht wissen willst, was andere Leute wissen, was du kaufst und du solltest das Recht haben, dass das privat ist, dass das nicht anderen bekannt ist. Wenn du im Internet surfst, dann wird alles analysiert, alles wird überwacht in Echtzeit. Und unsere Bewegungen im Internet werden verkauft an den größten Bieter und es gibt eine große Industrie dahinter. Und das ist immoralisch und die Menschen sollten immer die Möglichkeit haben, nur das zu teilen, was sie wirklich teilen wollen, öffentlich haben wollen. Und wenn diese Nicht-Techniker für jeden Menschen aus der im Osten stammen, dann red einfach über die Sterne. Ja, danke für die Antwort. Was auch in dem Film erwähnt wird, ist, dass es since it can be stored now, that it dadurch, dass das Ganze jetzt gespeichert werden kann, kann man in der Zukunft nochmal deine Geschichte anschauen und das nochmal aufgreifen. Und die Frage wurde jetzt verbessert und es war überhaupt nicht, was ich gefragt habe. Grundlegend war die Frage, ist oder könnte dort ein kurzer Teaser sein, den gibt es dort einen kleinen Teaser, den man seinen Freunden senden könnte? Okay, ja. Und das ist auch auf YouTube auch und auch auf Vimeo. Tut mir leid. Ja, genau. Ja, ich habe jetzt der Frage auch nicht entnommen, aber Leute werden es finden. So, then I guess we are through with the questions and I thank you. Das waren dann die Fragen. Vielen Dank für deinen schönen Vortrag und dafür hier zu sein und dann Talk is over. Beenden wir auch diesen Vortrag und damit verabschieden wir uns auch aus der Übersetzerkabine. Wir waren Attila E. und Franz T., die diese Übersetzung durchgemacht haben. Wenn ihr es Feedback gibt, benutzt den Hashtag C3Lingo auf den ganzen Standardplattformen. Geht in die Welt, schaut euch andere Streams an oder habt was zu essen. Bis später.